Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Titel Ihres Antrages Zukunftsweisende Kulturpolitik im demografischen Wandel, Stärkung der Kultur im ländlichen Raum verspricht viel, hält aber wenig. Wir werden dem Antrag auch nach der Debatte im Ausschuss deshalb nicht zustimmen. Grund dafür ist keineswegs, dass wir nicht für eine bessere Kulturpolitik in den ländlichen Räumen wären. Im Gegenteil, gerade weil wir überzeugt sind, dass hierfür ein ressortübergreifendes Handlungskonzept nötig ist, greift Ihr Antrag hier viel zu kurz. Eine zukunftsweisende Politik, wie Sie es formulieren, muss grundsätzlich anders ansetzen. Ihre ausführliche Beschreibung im Feststellungsteil liefert dafür sogar eine gute Begründung. Auch für die Aufhebung des Kooperationsverbotes und die Definition einer Gemeinschaftsaufgabe Kultur. Umso mehr ist es zu bedauern, dass Sie da nicht den Mut haben, eine nachhaltige kulturpolitische Strategie zu entwickeln, sondern bei Ihren Forderungen unkonkret und kleinteilig bleiben, sowie alles unter Haushaltsvorbehalt stellen. Auf eine Ihrer Forderungen möchte ich nun hier eingehen. Sie erwarten im Rahmen der Demografiestrategie konkrete Handlungsempfehlungen. Wirft man dazu aber einen Blick in die grundlegenden Papiere der Bundesregierung, so findet man leider nichts, was unter kulturpolitischen Aspekten Mut macht. Der Innenminister hat im Januar 2015 das Papier Grundsätze und Schritte zur Weiterentwicklung der Demografiepolitik der Bundesregierung vorgelegt. Darin kommt Kultur nur im Zusammenhang mit einer Willkommens- und Anerkennungskultur vor. Wichtig, ja. Das Thema erschöpft sich aber nicht mit der Benutzung der Menschen als internationale Fachkräfte. Auch die Einteilung der Menschen, die gegenwärtig bei uns Schutz suchen und in Not sind, in solche, die für unseren Arbeitsmarkt qualifiziert sind oder nicht, ist in keinster Weise zu akzeptieren. Wir Linke sehen hier die Kulturpolitik in einer aktiven und wichtigen Rolle bei der Gestaltung des gesellschaftlichen Wandels und der aktuellen Herausforderungen. Wenn Ihr Antrag in diesem Sinne zur Sensibilisierung im Kabinett führt, dann wäre das ja schon ein erster Schritt. Sie fordern in Ihrem Antrag die Prüfung von vielen Dingen. Warum handeln Sie nicht einfach? Eine Plattform der Förderprogramme und erfolgreiche Projekte einrichten, das Antragswesen vereinfachen, ja, das kann man machen. Vielleicht sollte man das auch an manchen Stellen. Besser aber wäre es, man würde sich schon vor Auslobung des nächsten Programms und vor Start eines weiteren Pilotprojektes ressortübergreifend abstimmen und vor allem die Programme mit den Akteuren gemeinsam erarbeiten. Das gilt erst recht für so komplizierte Angelegenheiten wie die kulturelle Bildung. Und genau bei diesem übergreifenden Thema fordern Sie Initiativen innerhalb der einzelnen Ressorts. Sie wissen, wir haben das Programm Kultur macht stark am Anfang mit sehr großer Skepsis begleitet. Mittlerweile ist aber deutlich geworden, dass das ein Programm ist, das viel im Bereich der kulturellen Bildung bewegt hat. Das liegt maßgeblich auch an der Professionalisierung der Beteiligten und der Begleitung durch die Programmpartner. Denn sie sind diejenigen, die wissen, was gebraucht wird, wo der Schuh drückt und was vielleicht auch nicht funktioniert, gerade weil sie eng mit den Akteuren vor Ort zusammenarbeiten und verbunden sind. Warum wollen Sie diese Expertise nicht nutzen, um ein bestehendes Programm weiterzuentwickeln, statt wieder ein neues zu testen? Sie wollen die Kultur- und Kritikwirtschaft in den ländlichen Räumen verstärken. Nein, Sie wollen erst einmal prüfen, ob das geht. Zeitgleich schaffen Sie ab dem kommenden Jahr die Regionalbüros des Kompetenzzentrums ab. In Punkt 10 nehmen Sie Bezug auf eine freie, zeitgenössische und darstellende Kunst und Kultur vor dem Hintergrund interkultureller Herausforderungen. Aber auch hier braucht es eine verlässliche und langfristig gesicherte Förderung struktureller Art. Ich hoffe sehr, dass Ihre Prüfung zu einer Veränderung des aktuellen Haushaltstitels bei den Einzelprojekten im Bereich Tanz und Theater führt. Hier stehen wir nämlich vor einer Kürzung der Mittel um 2/3. Statt bestimmter Einzelprojekte brauchen die Menschen in den ländlichen Räumen ein übergreifendes, zwischen den politischen Ebenen abgestimmtes, verlässliches und ein ehrlich gemeintes Konzept. Dieses muss die Stärkung der kulturellen Infrastruktur ins Zentrum stellen. Nur dort kann dann die freie Szene andocken oder das von Ihnen zu Recht gelobte ehrenamtliche Engagement. Es ist aber ein Trugschluss zu glauben, dass Ehrenamt die Lücken der öffentlichen Kulturförderung schließen könnte. Die Hauptverantwortung für die kulturelle Infrastruktur tragen die Kommunen. Sie müssen also entsprechend finanziell ausgestattet werden, dass sie die Kultur auch schützen und fördern können, wie es für einen Bereich der Daseinsvorsorge eigentlich sich gehört. Das Verfassungsziel,
gleichwertige Lebensverhältnisse zu schaffen, sollte hierfür der Maßstab sein. Und die Kommunen brauchen Anreize und Beratung bei der Entwicklung von Kulturkonzepten und Entwicklungsplänen. Dabei hilft, und das ist ein wichtiger Punkt in Ihrem Antrag, ganz sicher auch eine verstärkte Kulturpolitikforschung. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Koalitionsfraktionen, im Ziel sind wir uns einig und auch in Ihrer Analyse. Wir stimmen trotzdem Ihrem Antrag heute nicht zu, weil wir ihn für zu oberflächlich und nicht zielführend halten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für die SPD-Fraktion hat der Kollege Burkhard Lienert das Wort.